Ich bin der Sammy von Kulturattentat und ich sage noch kurz, was ich mit dem Lakutz, was mich mit dem Lakutz verbindet. Einerseits organisiere ich schon lange Konzerte dort. Andererseits hat meine Band am Anfang im Lakutz geübt. Das war sehr wichtig, weil wir uns dann noch keinen Bandraum mehr leisten konnten. Jetzt ist ein grosses Projekt daraus geworden, wo Leute von verschiedenen Kantonen, von verschiedenen Orten. Unter anderem habe ich mal im Lakutz ein Konzert organisiert mit dem Drummer von Manu Chao. Und mit dem habe ich heute noch Freundschaft und wir gehen jetzt mit Kulturattentat diesen Sommer bei ihm in Barcelona das Album aufnehmen. Ist also auch international verlinkt, das Lakutz. Ja, umso trauriger macht es mich, dass das Lakutz so gekürzt werden mit den Veranstaltungsbewilligungen. Es macht mich hässig, weil ich sehe, wie das Lakutz wahnsinnig viel Kultur, Inspiration, Individualismus, Freiheit, Kreativität in die Stadt gebracht. Ich finde, die Farbe, die das Lakutz gebracht hat, soll weiterhin bestehen. Das Lakutz soll weiterhin bestehen. Und soll weiterhin dürfen lang und laut sein. Darum, laut ist gut.